An den mittlerweile sechsten sogenannten Montagsdemonstrationen haben erneut weniger Menschen teilgenommen. Sowohl in Leipzig als auch Dresden waren es mehrere hundert. In der sächsischen Landeshauptstadt gab es vereinzelt Protest gegen das Wahlergebnis für die NPD. Die Mehrzahl der Plakate und Transparente richtete sich wieder gegen die Arbeitsmarktreformen der Bundesregierung. In Halle sprach die PDS-Bundestagsabgeordnete Pau vor etwa 400 Teilnehmern. Insgesamt gab es nach Angaben des DGB in 17 Städten Proteste gegen Hartz IV. Die Deutsche Bundesbank und die Metallarbeitgeber haben sich deutlich gegen die Einführung von Mindestlöhnen ausgesprochen. Löhne sollten eine Steuerungsfunktion auf dem Arbeitsmarkt haben, so die Bank in ihrem Monatsbericht, und nicht gesetzlich reglementiert werden. Gesamtmetallchef Karne Gieser warnte vor einem Rücktritt bei den Arbeitsmarktreformen. Statt Beschäftigungshürden abzubauen, würden durch Mindestlöhne neue geschaffen, sagte er der Financial Times Deutschland.